Jetzt müssen wir halt nur mal... Und das für Männchen? Lachen ja wie die Lemminge. Jetzt müssen wir halt nur mal gucken, wie es weitergeht oder wie wir weiterkommen. Ach, unten geht's weiter. Dann haben wir Glück gehabt. Ich glaube, auch der hat Grenzen. Ja, vielleicht geht das ja so. Hier rüber und dann. Ne. Okay. Nun ein Objekt greifen und bewegen. Okay, das sieht, ist doch schon mal gut. Dann ziehen wir das Objekt dahin, die Kiste, und dann können wir mit der Kiste da auch hochklettern. Können wir so noch ein bisschen schieben? Ne. Prima. Jetzt wirft das Seil runter? Ne, so natürlich nicht. Aber jetzt noch gemacht. Okay, dann mit dem kleinen Mädchen da hoch. Ja, und dann wahrscheinlich erstmal fallen. Ja, aber komische Gestalten. Das war aber knappe Aktion hier. Ach du Scheiße. Ja, der Fuchs darf natürlich nicht sterben. Wo geht denn der Fuchs immer bei drauf? Verstehe ich gar nicht. Nee. Okay, dann müssen wir halt links in der Ecke bleiben. Also stellen wir uns mal ganz nach links. Nochmal. Tja, das ist wieder so eine Stelle. Die gibt's halt immer, ne? Ja. Okay, wahrscheinlich müssen wir da auch erstmal bleiben und eine Zeit lang ausweichen. So. Dahin. 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 Okay, und da dann hoch. Das schafft dann auch der Fuchs. Okay. So, eins. Jetzt hier hin. Jetzt hier hin. Jetzt hier hin. Ja, das Mädchen ist schlau.
warte mal, wir müssen dann zurück, oder? Jetzt hier gelandet. Der Fuchs kann ja auch nichts ausrichten. Also. Aber wir gucken lieber nochmal. Vielleicht können wir die jetzt hier ein bisschen weiter. Können wir die auch ziehen oder wir können hier rüber? Ne, wir können hier rüber. Ah, okay. Sehr gut. Habe ich erst gar nicht gesehen. Mal gucken, ob es weitergeht. Ne. Und dann hier rüber. So, und jetzt kann er das Seil runterwerfen. Ja. Sehr gut. Und das Mädchen kann hochkrabbeln. Er freut sich und trommelt da in der Gegend rum und wir sind auch glücklich. So, und jetzt ist die Frage, welche Richtung wir müssen. Aber wenn der Fuchs da nicht mehr hochkommt, ist das, glaube ich, auch die falsche Richtung. Dann gehen wir mal zurück. Auch gar nicht zurück. Also die Richtung passt schon. Okay, hat ja doch geklappt. Aus dem Stand heraus ging es. Sind wir halt höher gekommen. Eine Erkenntnis, die man erstmal haben muss. Oha. Auf jeden Fall können wir jetzt hier runter. Bola zielen. Nuna, Bola zielen. Halten. Okay, wir stellen uns hin. Nochmal. Thank you.
Tja, wie macht man das? Man kann nach unten drücken. Nach rechts. Kann nach links. Okay, aber ich habe, glaube ich, mal einen Fehler entdeckt. Ich muss mich hier hinstellen. Okay. So, und jetzt nach rechts. Nö. Das üben wir noch mal ein bisschen, aber es hat irgendwann dann doch funktioniert. Super. Fallen da gleich rein, na super. Also einer von beiden ist ja immer traurig, wenn man runterfällt. Das ist ja klar. So, nach links und nach rechts. Okay, bloß nicht runterfallen. Das Runterfallen hatten wir eben schon. Ja, prima, hat geklappt. Oh, wow, wow, wow. Ich darf B nicht vergessen. B drücken. Mal. Wir kommen da nicht weiter. Also das heißt, jetzt tauschen wir. Prima. Mit ihm hier rüber, dann senkt sich der Geist, oder?
Vielleicht reicht's ja auch so. Reicht so. Bitte. So, und du machst jetzt dasselbe. Jawohl. Jetzt haben wir beide drüben. Das war sehr schön. Es geht immer, immer weiter. Oh Gott. Das sieht aber echt übel aus. Nee, wir laufen weiter. Gucken, wie wir da rüberkommen. Ist ja komisch. Weil ich habe eben versucht, die Spalte da zu zerstören. Das hat nicht hingehauen. Doch, jetzt hat's geklappt, okay. Wir standen halt falsch. Aber, wie sage ich immer so schön, im Computerspiel hat man halt mehrere Leben. So. Oh, und wieder so ein Hartnäckiger, der uns die ganze Zeit hinterherläuft. Ich habe eigentlich gedacht, dass wir das zu ihm schneller loswerden. Der findet kein Ende, der Typ. Mann, der muss doch irgendwann mal die Schnauze voll haben. Ah, scheiße. Das war zu langsam. Ach, der will meine Waffe haben. Gibt's nicht. Gibt es nicht. Oh, ein Glück gehabt. Ja. Würde ich sagen, hier machen wir erstmal Schluss. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.
Ja, ich werde da bestimmt noch ein paar Folgen hochladen. Ich werde hier mal wieder ein bisschen stückeln. Also nicht wundern, wenn ich nicht immer Hallo und Tschüss sage. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten. Nach unten. Nach unten könnt ihr natürlich auch einen Daumen lassen, nach oben. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil.